takes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag des Avenger Endgame Countdown. Heute mit einem Video, für das ich eigentlich schon viel zu spät dran bin. So ist es leider mit vorproduzierten Videos. Aber ich denke mir, ich lasse meine Reihenfolge einfach bei und bringe das Video halt später, wenn ihr es seht. Und ihr wisst alles schon vorher, dann ist das so. Aber heute möchte ich mich mit den Charakterpostern beschäftigen, die diese Woche erschienen sind. Da gab es so ein paar Überraschungen über ein paar, ja, ungeklärte Charaktere. Und auf die möchte ich heute mal genauer eingehen, aber nur auf die. Und dazu natürlich ein paar Theorien aufstellen und dann war es es auch schon. Aber jetzt starten wir erstmal rein. Heavy One, the clear energy drink. Power made in Germany. So, und die Charakterposter sind so aufgebaut, man sieht den Kopf eines jeweiligen Helden und der ist entweder farblich oder schwarz-weiß, dementsprechend ob sie noch leben oder tot sind. Und da bin ich schon bei dem Charakter, der einzige, der tot ist in dieser Liste, und zwar Shuri. Sie ist schwarz-weiß und damit folglich tot. Das war vorher so ein bisschen unklar. Wir haben zwar im Trailer gesehen, dass Bruce Banner vor so einer Liste steht, wo die verschwundenen Charaktere sind und da auch unter anderem Shuri steht. Aber es hätte ja durchaus sein können, dass die Avengers irgendwo Shuri wiederfinden und sie einfach nur irgendwie in Wakanda verloren gegangen ist oder sonst was, aber sie später wiederfinden. Durch dieses Poster ist allerdings geklärt, dass Shuri scheinbar wirklich tot ist und den Avengers mit ihren technologischen Fähigkeiten nicht weiterhelfen kann. Genauso wenig überraschend wie das mit Shuri ist das auch mit Pepper Potts. Sie hat überlebt, aber das war auch irgendwie vorher zu eigentlich bekannt, weil Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin, hatte ein Foto hochgeladen, wo sie vor so einem Greenscreen stand mit so einem Rescue-Anzug in lila, und das hat eigentlich schon gezeigt, dass sie in Avengers Endgame drin vorkommt und wahrscheinlich den Rescue-Anzug tragen wird. Aber da ich gesagt habe, ja, so wenig überraschende Charaktere nehme ich auch mit rein, habe ich einfach Pepper Potts auch mal mit reingenommen, weil über ihre Zukunft war sie ja auch nicht so ganz hundertprozentig sicher und deshalb jetzt können wir es sicher sein. Ähnlich sieht das Ganze auch bei Tessa Thompson und Valkyrie aus. Ja, es war vorher auch nicht ganz klar, ob sie überlebt haben. Sie haben überlebt, aber das war vorher doch schon so gerüchtemäßig durch die Gegend gegangen. Und auch die Russos haben gesagt, dass Valkyrie genauso wie Korg überlebt haben. Und es gab ja auch schon Spielzeuge mit einer Valkyrie-Actionfigur, mit der Verpackung von Avengers Endgame. Aber es hätte ja auch sein können, dass es vielleicht ja doch nicht. Ja, keine Ahnung, die Spekulationen sind ja immer groß. Man kann ja sagen, was man will. Aber jetzt ist es geklärt, Valkyrie lebt wirklich und scheint auch einen Part in Avengers Endgame zu übernehmen. Es gibt ja so ein paar Petitionen darüber und auch Tessa Thompson und Brie Larson kämpfen darum, dass Carol Danvers und Valkyrie eine lesbische Beziehung irgendwie im MCU aufbauen wollen. Und weil sie jetzt noch lebt, gehen natürlich jetzt die Spekulationen schon rum, ob Valkyrie vielleicht wirklich schon mit Captain Marvel irgendwie zusammenkommt. Wobei Captain Marvel ja eigentlich schon so auf Tor und, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier nicht beim Beziehungstalk, aber ich wollte es halt trotzdem einfach mal erwähnt haben. Einer der etwas überraschenden Charaktere, der so ein bisschen untergegangen ist, ist Wong. Einfach nur Wong. Ja, wir wussten, dass er am Anfangskampf des Sanctum Sanctorum wieder zurückgegangen ist und dort gesagt hat, es ist ja unbewacht und er muss quasi als Wächter wieder dorthin zurückgehen. Aber mehr wissen wir nicht. Jetzt können wir sicher sein, Wong hat überlebt. Und die große Frage ist jetzt, wird er auch in Avengers Endgame einen wichtigen Part übernehmen oder wird er überhaupt einen Part übernehmen? Dazu komme ich aber gleich beim nächsten Charakter noch ein bisschen ausführlicher. Fakt ist, Wong lebt noch und könnte auch in Endgame mitspielen. Der nächste Charakter ist sehr überraschend gewesen. Nämlich Happy Hogan hat auch ein lebendes Charakterposter und er scheint auch in Avengers Endgame einen Part zu bekommen. Meine persönliche Theorie ist, es könnte natürlich auch von Marvel perfectly balanced sein. Es gibt 16 tote Charakterposter und 16 lebende Charakterposter. Vielleicht hat man einfach Happy mit reingepackt, weil man sich gedacht hat, hey, wir brauchen noch Lebende. Andere Theorie wäre natürlich, dass er zusammen mit Pepper Potts ist, während die Avengers die beiden aufsuchen oder während die beiden zu den Avengers kommen. Weil die haben ja beide einen nahen Bezug zu Tony und eine gemeinsame Vergangenheit. Also könnte das auch durchaus möglich sein. Da bin ich aber schon bei der Frage des Tages. Was glaubt ihr? Übernehmen Happy und auch unter anderem Wong noch einen Part in Endgame? Oder ist es einfach nur dafür da, um das Poster perfectly balanced zu machen? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Tag des Avengers Endgame Countdown schon wieder. Und ich sage ciao und bis dann.